So, weiter geht's mit Let's Play Gothic 1 von mir, Trollhunter 1000. Und im letzten Part haben wir mit Guan geredet und er hat uns gesagt, er möchte jetzt mit uns und ein paar Söldnern zur freien Mine gehen. Denn Gomez hat er eingenommen, wie wir wissen. Und ja, wir werden sehen, ob das klappt. Aha, Guan möchte noch was von uns. Schauen wir mal, was er von uns möchte. Fast hätte ich es vergessen. Der Bandit Wolf will dich unbedingt sprechen, bevor wir zur Mine aufbrechen. Okay. Dann werden wir natürlich zu ihm Dann gehen. werde ich ihn besser noch vorher aufsuchen. Tu das. Ich warte hier am Wachposten auf dich. Gut, tu das, aber wir wollen davor auch noch etwas besser im Kampf mit Zweihandwaffen werden, denn wir sehen, wir haben eine sehr gute Waffe, nämlich die alte Streitaxt und die ist zweihändig. Und ihr seht, wir schlagen äußerst langsam mit dazu. Das ist sehr unvorteilhaft, wenn wir benutzen wollen. Dementsprechend werde ich mich jetzt ins Sumpflager teleportieren und dort bei Koranga meine restlichen Lernpunkte dafür verschwenden und auch noch die restlichen drei Stärkepunkte, die wir bekommen können, denn wir können nicht mehr 100, wir können nicht mehr als 100 Stärkepunkte haben. Das heißt, wir werden bei Koranga dann auch noch die letzten drei fehlenden Stärkepunkte aufs Maximum erlernen. So. Also, hier waren wir schon länger nicht mehr. Aber ich kenne mich trotzdem noch hier aus. Das heißt, hier ist der Trainingsplatz und hier werden wir auch Koh-Angar gleich finden. Und auch Gornatod, zur Erinnerung, der hier hat uns die Rüstungen verkauft, unter anderem auch die, die wir gerade anhaben, die schwere Templerrüstung. Gut, hier haben wir Koh-Angar. Sprechen Erwache. wir ihn an. Und ja, lernen Zweihänder Stufe 1. Ich möchte den Umgang mit dem Zweihänder lernen. Der Kampf mit zweihändigen Waffen setzt nicht nur ein Mindestmaß an Stärke und Geschick voraus. Um eine zweihändige Waffe zu führen, musst du nicht nur deinen Körper, sondern auch deinen Geist beherrschen. Nur wenn du Körper und Geist ganz beherrschst, kannst du das Talent lernen. Konzentration ist der Schlüssel. Körper und Geist verschmelzen in Konzentration zusammen. Okay. Und wir können jetzt, wie ihr gleich sehen werdet, mit der Axt schneller zuschlagen als vorhin. Gut, jetzt wieder eher weniger. Vorher habt ihr es gesehen. Ja, jetzt habt ihr es wieder gesehen. Wir können mit der um einiges schneller jetzt zuhauen als vorhin. Ja, das hat sich ausgezahlt. Und wie ich auch gesagt habe, werden wir jetzt auch noch Erwache. die letzten drei möglichen Stärkepunkte, die wir Kampf. lernen können, auch bei ihm erlernen. So, einmal, zweimal, dreimal. Wenn wir jetzt hier nochmal plus eine Stärke lernen wollen, wird uns sagen, dass das nicht geht. Du bist am Ende deiner Möglichkeiten. Du solltest etwas anderes lernen. Exakt. Das heißt, wir werden uns jetzt wieder zurück ins neue Lager begeben. Ich hoffe, ich habe noch genug Mana für diesen Teleport-Zauber. Ja, genau richtig. Das heißt, wir werden jetzt, wie uns Gorn geraten hat, zum Banditen Wolf gehen, denn der hat ja angeblich eine kleine Hilfe für uns, beziehungsweise möchte uns etwas mitteilen. Und diesen Tipp wollen wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Und wie auch gesagt hat, Wolf ist ein Bandit. Dementsprechend werden wir ihn hier im neuen Lager finden. Und wir sehen ihn hier auch schon. Also sprechen wir ihn an. Hallo. Gorn sagt, du wolltest dringend mit mir sprechen. Gut, dass du vorher noch vorbeikommst. Vor was? Vor eurem Besuch in der nicht mehr ganz so freien Mine. Worum geht es? Ich hatte neulich eine Idee, wie wir völlig neue Rüstungen herstellen können. Dann erzähl Aha, mal. Und wie? Das härteste Material, das ich kenne, sind die Panzerplatten der Minecrawler. Nicht etwa die der kleinen, harmlosen Exemplare aus der jetzt verschütteten Mine von Gomez. Nein, die nicht. In unserer Mine lebt eine wesentlich gefährlichere Unterart. Der Panzer dieser Biester ist fast nicht zu durchdringen. Wenn du mir einige dieser Panzerplatten bringen könntest, würde ich versuchen, daraus eine Rüstung herzustellen. Und wie bekommen wir die Platten von den Biestern ab? Wie bekomme ich diese Platten von den Biestern ab? Das ist relativ einfach.
Die Rückenplatten sind nur an deren Rändern mit dem Körper verwachsen. Nimm einfach ein Rasiermesser und schneide halb schräg an den Rändern entlang. Okay, kapiert. Mal sehen, ob ich solche Panzerplatten finden kann. Okay, werden wir wirklich schauen. Können wir ihm sonst noch irgendetwas darüber fragen? Ja. Das können wir noch sagen. Und diese Information gibst du mir völlig uneigennützig. Nicht ganz. Wenn es mir gelingt, aus solchen Platten eine gute Rüstung zu zimmern, werde ich sehr schnell sehr viel... Gold bekommen, schätze ich mal, beziehungsweise Erz hier wohl eher. Ich schätze mal, dass er das sagen wollte. Wenn nicht, auch egal. Uns interessiert jetzt nämlich nur die freie Mine, die wir ja, wie ich bereits öfters erwähnt habe, mit Gomez wieder befreien möchten. Mit Gorn wollen wir sie von Gomez befreien. Und ob uns das gelingt, tja, werdet ihr sehen. Wir begeben uns jedenfalls wieder hier hinauf. Und werden Gorn auch sagen, dass wir jetzt mit Wolf gesprochen haben. Sofern das geht. Wir werden mal schauen. Hallo. Ja, können wir sagen. Es kann losgehen, auf zur Mine. Höchste Zeit, dass wir die Gardisten von dort vertreiben. Genau. Geh du vor, ich folge dir. Gut, wir werden vorgehen. Und Gorn wird uns folgen, wie er gesagt hat. So, dann werde ich hier das Spiel jetzt speichern. Den Spielschnitt überschreiben. Und wir folgen jetzt einfach diesem engen Pfad hier und schauen, was uns so erwartet. Ist Gorn noch hinter uns? Ja. Der hat eine bessere KI als Balukor. Ich glaube, der hat Balukor geheißen. Beim Orkfriedhof, der Templer. Der uns wirklich mehr Schaden gemacht hat als geholfen. Aber okay. Hier gibt es jedenfalls Moluets. Keine sehr starken Gegner. Die hätten wir locker auch ohne Gorn geschafft. So. 50 Erfahrung. 2 rohe Fleisch. Und weiter geht's. Nochmal im Mole Rat. Wiederum kein Problem. Ein Schlag und tot. Okay. Okay, Gorn möchte uns wieder was sagen. Vorsicht! Razors! Die arbeiten genauso in Rudeln wie die Snapper. Nur, dass sie viel heftiger zubeißen. Ja, das haben wir schon herausgefunden. Du weißt ja, ich habe gerne einen freien Rücken. Meines Wissens war das sogar im letzten Part, als das mit den Razern war. Oder im vorletzten. Ich glaube, das waren Razers. Die haben uns im Ork-Gebiet ziemlich fertig gemacht. Ich hoffe, das passiert jetzt nicht nochmal. Jetzt haben wir auch eine stärkere Waffe. Und Gorn an unserer Seite. Sollte das doch hoffentlich hinhauen. Oh, ein Moluet, wie süß. Den killen wir auch noch. Wobei, warum rennt der weg? Der blutet. Tja, egal, wir wollen trotzdem schlachten. Wir sind böse. Okay, der hat eine richtige Blutspur hinterlassen. Razors. 3 Krallen. Nicht schlecht. Und was hat der? Auch 3 Krallen. Dann werde ich jetzt das Spiel wieder abspeichern, beziehungsweise erst nachdem ich mich geheilt habe. Mit dem Extrakt heilender Kraft und am besten noch einer Essenz heilender Kraft. So. Und ab geht's zu den weiteren Razern da oben. So. Beide kein Problem mehr zum Glück mit unserer neuen Waffe und Gorn an unserer Seite. Da lohnt es sich doch wirklich ein bisschen auf Zweihandwaffen zu skillen. Gut, der Wolf frisst gerade ein Moluet. Ist aber auch kein Problem mehr zu killen. Das finde ich wirklich gut, dass Gorn so brav hinter uns bleibt. Sollte wirklich jeder Charakter hier im Spiel eine so gute KI haben wie Gorn? Nein, nein, jetzt habe ich es verschrien. Ich Vollidiot. Ah, gut. Jetzt komm aber mit, Gorn. Wehe, ich habe es jetzt verschrien und der rennt immer gegen den Felsen.
Also ich glaube, das Spiel möchte mich momentan ein bisschen verarschen. Kann das sein? Go on. Ah, jetzt. Also so etwas sage ich nie wieder. Ich sage nie wieder, dass Gorns KI gut ist. Goran? Gut. Scheiße, ich hab's richtig verschrien. Okay, er möchte uns jetzt jedenfalls wieder was sagen. Warte mal. Siehst du all die Leichen hier? Ja. Geh du runter zum Mineneingang. Ich bleib erstmal hier oben und stelle sicher, dass es keine Überraschung von hinten gibt. Gut, wenn dann du stell unten das bist, sicher. Komme ich nach. Ja, stell das ruhig sicher. Wir sehen hier jedenfalls schon eine der Leichen liegen. Von einem toten Söldner. Da können wir einiges an Beute machen. So. Hier waren wir nämlich gar nicht. Bevor die Mine überfallen wurde. Das heißt, wir können hier noch so einiges plündern. Bevor wir uns denn wirklich hineinbegeben. Gut, da liegt wieder eine Leiche und für euch so finde ich wieder ein Söldner. Exakt. Münze, Krug, Rasiermesser, Fackeln, Erz. Tränke müssten wir dann echt genug haben, wenn wir noch mehr Leichen durchsuchen. Da noch eine Leiche. So. Da gibt es noch eine Truhe. Gut, wir haben alle eine relativ leichte Kombination, aber in der Truhe ist nichts drin. Okay, das wäre eher sinnlos, die zu knacken. Gut, da ist ein Bett sonst. Und es ist Tag, da müssen wir es nicht hinlegen. Und unsere Leben sind auch relativ voll noch. Und wir haben mehr als genug Tränke, da müssen wir es nicht hinlegen. So, dann wird jetzt das Spiel wieder abgespeichert. Und ja, da ist wieder nur eine Hütte ohne irgendwas drin. Oder war da eine Truhe? Nein, war keine. Gut. Ein Schürfer diesmal. Der hat natürlich weniger bei sich als die Söldner. Und ha, wieder eine Truhe. Das Schloss geht anders. Das ist schwerer. Okay, jetzt. Käse und drei Äpfel. Wow, das hat sich richtig ausgezahlt. Sonst... nix hier drin. Und hier. Okay. Wow, ein Schinken. Wie sehr sich das lohnt, hier die Truhen zu öffnen. Für einen Schinken. Hoffentlich ist da mehr drin. Rezepturen Band 1. Und das werden wir uns gleich mal durchlesen. Vielleicht steht da irgendetwas Interessantes drin. Rezepturen Band 1. Gut. Das Balsam des Sehens. Dazu wird ihm Galle auf die Augen gestrichen. Galle ist bitter im Geschmack. Wird dieses Bittere auf das Auge genommen, das heißt, schauen wir das Bittere an, so erwächst daraus Weisheit. Wir werden sehend. Bitterkeit und Weisheit schließen einander aus. Sie sind Gegenpole. Was sind das für Striche danach? Soll das ein Rufzeichen sein? Ja, höchstwahrscheinlich. Gut. Tränen, Leid und Enttäuschung sind bitter. Die Weisheit aber ist die Trösterin in jedem seelischen Schmerz. Bitterkeit und Weisheit bilden eine Alternative. Wo Bitterkeit, da fehlt die Weisheit. Und wo Weisheit, da gibt es keine Bitterkeit. Gut, irgendwie ist das schwer lesbar. Da die T's aussehen wie I's bei Bitterkeit. Gut. Ist halt die Schriftart hier in Gothic 1. Und ja, wir gehen jetzt weiter. Wir suchen noch die zwei Söldner. Und wir sehen wirklich, jeder dieser Söldner hat massenhaft Tränke bei sich. Das heißt, es lohnt sich wirklich, die hier zu durchsuchen. Kann ich euch nur empfehlen. Die Schürfer haben natürlich weniger bei sich. Hier, das Hauen bringt übrigens, glaube ich, nichts.
Ja, dann noch da hinauf. Dienstsöldner durchsuchen. Und zu guter Letzt noch den Schürfer hier. Denn ich würde sagen, der Part von Let's Play Gothic 1 von mir, Jonathan 1000, ist hier auch schon zu Ende. Bis zum nächsten Mal. Ciao.